Was? Warnung! Dieses Spiel könnte flackernde Lichter und irgendwelche komischen Dinge mit dir machen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Another of Fear, die Demo. Wir können in Polski spielen, in Englisch und in anderen schönen Sprachen. Wir spielen in Englisch. Ich guck mal eben einmal in die Einstellungen. Und V-Sync ist on. Das ist schön. Headbobbing machen wir mal aus. Mag ich nicht. Und Gamma lassen wir so. Volume mache ich mal lieber so. Damit uns nicht die Ohren wegfliegen. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich würde sagen, wir spielen die Demo. Und let's go. Okay, get out of the car. So, press tab. Don't remember what... Ich kann mich nicht erinnern, was passiert ist. Ein Unfall? Have to find help. Also, wir müssen Hilfe finden. I don't know what's going on. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben 3 Inventarplätze. Steht da oben. Ist ein bisschen sehr schnell, ne? Oh Gott, Alter. Ich muss mal eben die Smoothness, Softness... kann man das einstellen? Leider nicht, ne? Controls? Doch, hier. Apply. Alter, ist immer noch so schnell. Oh Gott, warte mal. 50. Ja, das ist schon besser. So, get out of the car. Wie kommen wir denn aus dem Auto raus? Okay. Ich glaube, ich bin hinter dem Lenkrad. So, wir steigen aus. Oh, wir hatten einen Unfall. Ich kann mich nicht entsinnen, was ist passiert? Oh mein Gott, was sind das für Kisten? Und was ist das? Ein Sicherungskasten? Wo bin ich? Take a look around the place. Wir sollen uns umschauen. Das ist ja sehr schön. Das sieht aus wie Tokio oder Japan. Irgendwo sind wir. Hier gibt's Obey. Wir können hier Sachen untersuchen. In Obey, aber hier ist nichts. Alles in Obey. Stay asleep. The phone is alive. Was? Honestly, I have no idea what's eating referring to. Was? Das Telefon ist am Leben? Warum soll das Telefon leben? Und es ist sehr laut. I can't go that way. Aber warum steht da einer am Fenster? Hallo? I find a way to open the door. Nein, warum soll ich dann einen Weg finden? Da steht einer am Fenster, Mann. Ich will da gar nicht rein. Die Blumen sind ja sehr schön. Haben wir einen Körper? Nein, haben wir nicht. Könnte übrigens auch selbst spielen. Gibt's auch auf Steam. Oh, da hinten ist jemand. Vielleicht könnte ich den fragen, um Hilfe bitten. Hat er auch einen Unfall? Hat er auch einen Unfall? Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung? Ich bräuchte mal Hilfe. Das. Die Konversation hatte ich mir vielleicht anders vorgestellt. Das kann nicht sein. Das ist eine Puppe. Und was ist das hier? Ein Benzinkanister. Nein, Kanister. I think it has some gas in it. Okay. Ich glaube, es sieht aus, als hätte sie Gas in, also Fuel. Da hinten ist noch jemand. Oh nein, warum müssen es immer Puppen sein? Er hat einen Stock in der Hand. Eine Brechstange. This just creeped me out.
I don't feel good, that phone has feeling, should stay away, okay. Okay, ich sollte vielleicht nicht ans Telefon gehen, da fühle ich mich nicht gut, wenn ich ans Telefon gehe. Das ist ja ganz toll. Ich würde sagen, wir probieren mal, was? Was ist das denn? Hallo. Guten Tag. Ich weiß nicht, was ich hier möchte, was ich hier will. That's some kind of generator. Ja. What? I don't know it's a language. Maybe it's Latin or Italian. Restore the power in the elevator. Wir brauchen Fuel. Wir wissen, wo wir hin müssen. Entschuldigen Sie, ich leihe mir mal da hinten Fuel aus eben, ja? Na, wer hätte das gedacht? Hui! Und ich fliege! So. Should be good enough. Ja. Start the generator. Ist echt hübsch, ne? Muss man ja sagen. Wenn ich jetzt renne und dabei gleichzeitig zur Seite strafe, bin ich noch schneller. Wuhu! Voll geil. So. Ich will gar nicht wissen, wo wir hier hinkommen. Ich will gar nicht wissen, wo wir hinkommen. Ich will das gar nicht wissen. Oh nein, das Telefon schon wieder. Wer ruft da an? Das Finanzamt? Oh Gott. Ist seine beste Idee gewesen, jetzt einfach in den Fahrstuhl zu gehen, anstatt irgendwie anders Hilfe zu rufen oder so? Nee, ich will wieder. Nee, ich will wieder nach oben. What the hell is this place? Was zur Hölle ist das für ein Ort? Oh Gott, die Lampen wackeln. Kann man nichts mitnehmen. Aha, irgendwelche Essenssachen. Gott, wir können alles aufmachen. Ist ja furchtbar. Oh Gott. Was ist das denn? Alter, ist das gruselig. Hier will ich gar nicht sein. Und diese Geräusche. Hallo? Kann die Lampe übrigens an- und ausmachen. Das ist nicht sehr gut. Oh, wir spielen erstmal eine Runde Klavier. Komm. Stuck on 3:03. How much time have I spent down here? Ich habe keine Ahnung. It's definitely not a place to relax. Warum denn nicht? Hier ist ein schönes Sofa. Ein Sofa und ein Piano im Raum. Es muss der Musikraum sein. Warum wackelt diese Lampe? Painting Stuff, okay. Some Painting Stuff. Hier malt also einer sehr gerne, sagst du. Gott, diese Schubladen sind alle so leer. Gehende Leere hier.
Oh, hier ist so ein Platz zum Relaxen. Okay. Was ist da? Nix. Was? I have strange feeling someone was just lying in this bed. Es ist ja toll. Looks like I should have draws, ja. Definitely not the place to relax. Ich werde das Gefühl nicht los, dass gleich irgendwas kommt. Womit ich überhaupt nicht rechne. Das ist alles noch viel zu ruhig hier. Hör auf, Mann, ich hab Paras. It shows a child Volkskostüm. Wonder if it's mean anything. Wir gucken alle Schubladen nach. Irgendwas ist drin, ich weiß nicht was. Das gefällt mir gar nicht. It's closed, shut. Erinnert mich gerade ein bisschen an PT. Weiß nicht warum. Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Glaube ich zumindest, denke ich. Gut. Okay. Hallo? Oh Gott, Alter. Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Oh Gott, ist das furchtbar. Da stand da einer? Da stand doch jemand, oder? Was ist das? Ist das? Ach nee, das ist der Schatten von den Stühlen, ne? Oh Gott, ist das furchtbar. Oh Gott. Jetzt können wir auch in die Schränke reingucken, ne? Ich halte das für sehr bedenklich. Hallo? Oh nein, man kann sich hier drin verstecken. Das ist nicht gut. Und wenn man die Schränke auf und zu macht, man hört immer irgendwie wie so ein Lachen am Ende. Hört mal hin. Warte. Immer so am Ende. Alter, ich kündige. Kann ich auch. Hör auf. Was ist das? Gott, diese Schatten an den Wänden, ne, das war schon gruselig. Hör auf! Wieso müssen wir genau da rein? Do you hear me? Nein. Es ist auch besser so. W-A-K. Wake up. And. Turn. Please. Wake up! Hier für die Herren unter euch. Kann ich nicht ausmachen. Oh Gott, wer war denn... Wer war denn die Oma? Oh nein. Wer war denn die Oma? Oh Gott. Lass mich.
This doesn't work, maybe it's another will. One will. Ah ja, ich weiß wo. Will aber trotzdem einmal hier hinten gucken. Oh Gott, ist das creepy. Ich will nicht mehr. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich renne! Hui! Oma, du kannst mir gar nichts! Hui! Oh Mann, warum müssen es Puppen sein? Ich hasse Puppen. Wir, die stehen gleich anders. Und warum sind das Doktorpuppen? Wollen die Doktor... Might be the way out! Ich glaub nicht! So, gucken wir mal Teil 2. Mommy? What happened? Why are you crying? Spielen wir jetzt jemand anders? Hui! Find your daughter? Oh Gott, was ist das denn? Wie gut sieht das bitte aus? Wo müssen wir denn unsere Tochter finden? Tochter? Oh, wir müssen, glaube ich... Okay. Wir müssen die Ding... Oh, da ist schon einer. Pick up the toy! Okay, wir müssen, glaube ich, noch... Okay, alles klar, ich verstehe. Da ist noch ein Toy. Noch zwei Stück. Das wird ja lustig. Where are you? I bring your toy back. I will be coming back and I bring him my new toys with me. Wisst ihr noch? Bei PT war das doch. Wo ich damals gedacht habe, ach, vielleicht kommt... Oh ja. Mami, look at the wild money. It's shining. Ich scheine auch gleich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich weiß noch nicht, wie sie heißt. K-H-L-I-G. Ihr geht nur... Mami vielleicht? Nee. Es geht nur E, E, Y, Y. Ja, dann E wahrscheinlich. Can't move. Wissen wir denn, wie sie heißt oder so? Gehen denn die Buchstaben hier auch gerade? J. O. Nee. Ah, die Buchstaben können auch andersrum sein, wahrscheinlich. Ne, falsch rum, ne? Den letzten können wir, glaube ich, nicht bewegen. Ich weiß gar nicht, was soll denn da rauskommen? Gibt es irgendwie einen Hinweis, wie sie heißt? Wie heißt denn unsere Tochter? We show my daughter is watching. Nobody, Ja, aber wie heißt denn unsere Tochter? Woher sollen wir das denn wissen? Io Gigi. Mommy könnte auch rauskommen. Aber wir kriegen keine M. Kriegen wir denn immer dieselben Buchstaben? Also E, E,
Oder muss das oben sein, die Buchstaben? Molly vielleicht? Nee. C, Z, F. Mit Y muss es enden. Bolli? Ist es Bolli? Bolli! Ich glaube, L ist richtig. Jolly? Ist es Jolly? Collie? Boah, ich weiß es nicht. H, glaube ich, würde ich sagen, ist es nicht, ne? Oder? Klee? Zockli, Fockli, Bockli, Jolli, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was kann man denn daraus noch machen? Wenn wir die Buchstaben andersrum machen. Geht das überhaupt andersrum? Auf den Kopf zum Beispiel. So, dass die unten gerade stehen, aber glaube ich, das bringt nichts, ne? Nee. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Haben wir ein R hier? Vor allem, wir haben hier nur H und L. H und L. L, also I, G, K. G, K, I, L. G, K, I, L. O, M. O und M. Also kann nur O und M hier sein. B, Y, I, C, Z, F. Ich weiß es nicht. Emily. Oh, lul. Emily! I'm coming for you! Emily? It's not the time yet. Wann ist es denn die Time? Und was ist das? I. Die blinzeln sogar. Emily, ich komme. Was? Why did you leave me? Why did you leave me? Are you... Was? Du hast Emily verlassen. Hab ich gar nicht. Ich habe gar nicht Emily verlassen. Was ist das? Do you remember? Do you remember, Alice? What is Emily's story? Do you remember? Do you remember, Alice? What is Emily's story? Ich habe keine Ahnung. Was soll denn ihre Story sein? Was muss ich tun? Was ist denn bitte Emily's Story? Oh
I'm sorry. Was soll ich denn jetzt machen? Da war ein Riesenauge, ne? Oh Gott. Emily? Ich will nicht mehr. Oma. Omi war... Ich hab gedacht, das ist eine Kamera. Not the time yet. Was? Boah, ich hab voll die Gänsehaut. Oh, Videospiele. Once upon a time there was a little girl. Emily was her name. With her brushes she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals big and small, no matter of what kind. One day a big storm came and a scary thunder roared. Gladly her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Sondern? Do you remember? Nein, ich nix remember. Ich remember gar nix gerade. Kann ich wieder rausgehen? Drawing, okay. Nein, ich remember nix. Ja, ich, I remember nothing. Was? Hat sie irgendwas gemalt? I remember something. Something is missing. Ihr liebes Auge. Ich weiß ihre Geschichte. Of course you don't. What kind of a mother are you? You are useless. Do this right. Do it. Was soll ich tun? Ist das richtig? Of course you don't. What kind of a mother are you? You are useless. Also, sie hat früher... Achso. Sie hat richtig gemalt. Aber kann ich die Sachen wieder aufnehmen oder wie ist das? Big Storm is coming. Ja, aber kann ich das... Hä? Kann ich die Sachen auch wieder aufnehmen? Of course you don't. What kind of a mother are you? You are useless. Do this right. Do it. Oh, die Tür ist zu. Aber ich kann die Sachen nicht wieder aufnehmen. So, warte mal. Also. Playing was your heart, oh, everything was in my mind. Then Robert was hearing we went to blank around. Girl was scary or plaint. Sunder and Squared? Ich. Keine Ahnung. Ich. Ach so. Ah, ich muss die richtige Reihenfolge, oder was?
Girl was a scary invited friend. Dann kam der Sturm. Dann hier und dann hier. Congratulations. You remember your time. But tell me, Alice, why don't you remember me? Do you remember that day? Don't forget it. You were confused. It was not how you remember it. It was dark outside. Don't forget how it really went. It was your fault. It was Emily's fault. You both made me do this. Do you remember? Nein, I nix remember. I remember. Was? Was? Anthology of Fear. Danke fürs Spielen der Demo. Gerne, gerne. Solve the mystery in the full version. So, Wishlist jetzt. Jetzt auf Steam. Geil, voll geil das Game, finde ich. Macht Spaß. Sehr cool. Aber wir müssen herausfinden, was da wirklich passiert ist. Sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool. Also gibt's da mehrere Geschichten auch, ne? Anthology of Fear, die Demo. Sehr geil, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.